Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier in ATS, in American Truck Simulator. Wir stehen in Kalifornien, hätte ich was gesagt, nein, Colorado. Und machen uns auf den Weg nach, ich weiß gar nicht, wo fahren wir jetzt mal genau hin? Colorado Springs, passt ja. Und haben heute eine lange und große Fracht dabei, einen großen Kranwagen mit 35 Tonnen, den wir letzte Folge schon in der Stadt in der Markise gefahren haben, beziehungsweise einen Sonnenschirm. Markise ist was anderes. Markise ist doch, wenn es so oben ist. Da waren Sonnenschirme, die ich, wo ich einmal den Spiegel des Kranwagens hinten da reingedonnert habe. Hoffentlich läuft das heute ein bisschen besser. Zum Glück haben wir, glaube ich, nicht so viel Schaden bekommen dadurch. Ne? Nur 1% auf dem Anhänger, der eh nicht uns gehört. Aber 0% auf der Ladung, das ist das Wichtige. Lass uns einsteigen. Und dann langsam wieder losfahren. Es geht jetzt noch ein Stückchen Landstraße bis Denver, wie gesagt, ungefähr. Wir mogeln uns vor denen doch mal davor, der da gerade von hinten kommt, der Truck. Hatte jetzt keine Lust nochmal zu warten. War das ein Truck oder war das ein Bus? Ne, da war es jetzt. Bus ist es. Ich habe gedacht, sah nicht nach Truck aus, dann doch nicht. Mach einmal nochmal richtig hier die an, damit ich auch ein bisschen was sehe hinten. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg durch die Wälder hier sogar noch ein bisschen, ne? Also ein bisschen. Es ist deutlich grüner. Das hat mir da schon gedacht. Colorado ist deutlich grüner als zum Beispiel Utah, wo wir vorher gefahren sind. Können wir hier eigentlich langfahren? Ja, ich glaube nicht. Sowieso kleine Zugangswege, glaube ich, für Häuser und so. Dürfen wir? Aber auch nicht mehr lange vermutlich. Hier sieht das nach Dorf aus, obwohl wir fahren ja so dran vorbei an den Häusern. Da braucht man dann auch nicht groß abbremsen. Hier nochmal zweimal die Flagge von Colorado und natürlich einmal die US-Flagge. Merkt schon, wir haben ordentlich zu ziehen mit unserem Kenworth hier. Der kommt schon ein bisschen an seine Grenzen so langsam. Schalten nur ein bisschen runter. Wir fahren ja mit manueller Schaltung. Muss auch ein bisschen ab und zu hier schalten, um die Berge vernünftig hochzukommen. Irgendwo so steil ist es hier nicht. So einen richtig heftigen Berg hatten wir noch nicht. Ich glaube, da wird es auch irgendwann schwer noch mit dem Truck hier lang zu kommen. Aber die Strecke gefällt mir schon wieder. Guckt euch das mal an. Hier wunderschön durch das Tal. Mit den vielen Bäumen. Das ist doch cool. So, Colorado sieht schon wieder richtig spektakulär aus. Und wir kommen jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen in bewaldete Regionen. Jetzt könnte es wieder ein interessanter Abschnitt werden. Jetzt kommen wir nämlich hier ziemlich, glaube ich, an so eine. Ja, ein bisschen aufpassen. Kommen wieder an diesen ganzen Schikanen hier. Und wenn es zweispurig wird, dann heißt es, dass wir gleich einen Berg hoch müssen. Ja, sorry, da ist jetzt ein Auto links, ich weiß, aber ich habe gerade so ein bisschen unterschätzt, wie sie rum so um die Kurve geht. Hätten wir doch ein bisschen mehr über den Standstreifen fahren sollen. Jetzt wieder schwer den Berg hoch.
Und rechts hier, guck das mal an mit dem Tal. Schon spektakulär. Ich weiß, ich fahre halt so halb auf dem Standstreifen, aber ich denke mal, das ist bei der Strecke auch noch in Ordnung. Dann jetzt hinten nochmal um eine scharfe Kurve. Dann schauen wir, ob wir dann auf dem gebirgigen Teil raus sind. Ob wir noch ein bisschen weiter gebirgig fahren. Ich schalte noch ein bisschen runter, sonst kommen wir ja gar nicht mehr voran. Wir kämpfen uns ja eh gerade schon den Berg hoch. Aber gut, wir müssen jetzt ja auch nicht super schnell fahren hier. Das geht ja für mich. Wir haben Zeit, der Auftrag ist nicht eilig. Und die anderen können überholen, wie sie auch gerade schon tun. Jetzt ist es so interessant hier mit der Kurve. Ich fahre jetzt ganz weit aus, sonst wird es eng, wenn die Leute überholen. Ja, okay, passt. Sehr gut. Dafür ist der Standstreifen da. Wenn da jetzt noch jemand gestanden hätte, wäre es zu eng geworden. So. Mal so einen Gang zurück. Ich glaube, der sechste Gang, der ist es, um hier den Berg hochzukommen. Ich glaube, mit viel mehr als 20 km/h kommen wir ja auch nicht den Berg hoch. Aber ist auch in Ordnung. Wie gesagt, alle, die hinter uns sind, können überholen. Jetzt geht's weiter in, ja, ich glaube, ein bisschen Landstraße haben wir da vor uns. Ich glaube, die wird doch gleich wieder einspurig, hier die Strecke. Ja, da wird sie einspurig. Aber wir dürfen eigentlich auch noch 45 hier. Wieder ein bisschen schnell unterwegs. Oh, und da hinten geht schon wieder mit den Schikanen. Und dann geht es wieder runter. Mal gucken, ob wir da vernünftig langkommen. Jetzt fahren wir den Berg wieder runter. Aber es macht Spaß hier, die Berge hoch und runter. Ist mal was anderes als immer dieses Interstate-Gefahren. Da hast du ja nicht wirklich was zu tun. Diese Berge hoch und runter, das macht schon Spaß. Und wir sollten aufpassen, dass wir hier nicht zu schnell runterrollen. Vor allem nicht, dass die Bremsen versagen. Das wäre am so Berg echt gefährlich. Gibt auch keine Ausrollzone bisher, habe ich so gesehen. So ein Ausrollding habe ich bisher jetzt noch nicht gesehen. An Interstate, so viel gibt es meistens diese Ausrolldinger, wo man dann notfalls so einen Berg wieder hochfahren kann, falls die Bremsen versagen. Oh, 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 oh. Ja, gut, das war jetzt genau das, was ich nicht haben wollte. Ich habe das gerade schon gemerkt, dass ich ein bisschen eng außen lang fahre. Ich habe zu sehr auf hinten geachtet, dass das hinten passt vom Anhänger. Hat das vorne nicht gepasst. Der ist doch relativ lang, der mein Fahrzeug hier. Ich hätte gedacht, vorne rechts passt es noch. Da ganz leicht vorbei. Ja. Ich hoffe, wir haben unseren Truck jetzt nicht zu sehr kaputt gefahren. So 1-2% sind das gewesen. Ich hoffe, viel mehr dann doch nicht.
Ja, leck mich. Gibt es jetzt, das ist da plus 7 km/h, das klang so, als gibt es jetzt Abstufung. Als gibt es Abstufung für Geschwindigkeiten. Wenn man zu schnell ist. Und hier geht's auf die Interstate. Ich habe mir schon gedacht, dass es so gleich Richtung Interstate wieder gehen sollte. Dann geradeaus Richtung Denver. Hier müssen wir auch gar keine. Ich führe die Strecke einfach nur straight auf die Interstate. Also da kann man jetzt gar nicht irgendwie eine andere Straße nehmen. Okay. Vom Platz her sollte das passen. Wir lassen es einfach mal rollen. Für Trucks. Das heißt, wir müssen. Ach ja, komm! Ist da irgendwie so ein Polizeiauto hinter uns? Oh. Ja, leck. Ja. Ich geh schon nächstes Mal. Ich bin kurz davor, dich von der Straße rammen, zu Affe. Liebevoll im Umgang mit der Polizei, habe ich schon mal gehört. Ey, aber dass du 2 Meter herfahren musst. Mensch, stell dich doch nicht so an. Wollte gerade bremsen. Truckers, you are not down yet. Das ist hier alles ein bisschen. Hier ist die Auslaufzone rechts, wie ich schon gesagt habe. Stalling. Jetzt, ja, wir dürfen ja jetzt mal wieder 65. Und jetzt kommt hier so eine, teilt sich hier die Interstate auf. Es gibt so ein, ich glaube, es ist ein Ire. Verwechsel ich gerade. Ich weiß nicht, was das genau für eine ist. Auf jeden Fall eine, ein Großbritanne. Wo Ire ist kein Großbritanne. Ja, jetzt habe ich gerade gesprochen. Nordire, dachte ich. Vielleicht ist er, aber. Jetzt habe ich mich wieder um Kopf und Kragen geredet. Nein, ich meinte sagen, er kommt entweder von aus Irland oder aus Großbritannien. Eine der beiden Inseln. Der macht auch so ATS oder ETS. Und der haut immer, da gibt es so Videos, wo er immer seine, die Caravans von der Straße runter crasht und so. Das ist auch sehr gut. Hätte ich gerade fast mit der Polizei gemacht. Wenn er hier die ganze Zeit hinterherfährt. Und zwar mich abkassiert. Wahrscheinlich absichtlich hinter mir gefahren. Hat gedacht, na ja, guck mal, einmal ist er schon so schnell gefahren, jetzt bleiben wir noch ein bisschen hinter dem. Vielleicht macht das noch ein zweites Mal. Und im Hintergrund sehen wir jetzt die Skyline von Denver. Sehr schön, wenn man jetzt hier auch in der Stadt vorbeifährt. Gefällt mir sehr gut. Wenig Verkehr für so eine Stadt Interstate hier. Ah, wir haben nicht mehr so viel Kilometer. 101 noch rechts ins Stadion. Was ist das? Football? Vermutlich, ne? Baseball könnte es auch sein. Baseball oder Football? Steht irgendwas dran? Guck jetzt nicht aufs Stadion, sonst fahr ich da wieder an der Wand. Lavan, hör auf, in die Gegend zu rumzugucken. Du kennst das genau, was da passiert. Dann hänge ich nämlich gleich hier wieder irgendwo vor der Wand. Ich sehe das doch schon kommen. So. Hampton Avenue.
wirklich wenig Verkehr rund um Denver gerade gewesen, muss man sagen. Müssen wir auch nochmal in die Stadt reinfahren. Ich weiß gar nicht, inwiefern man da genau in die Stadt reinfahren kann. Aber so ein bisschen glaube ich schon. Ich glaube rund um die Hochhäuser nicht. Eine Bahnstrecke mit Oberleitung. Das ist auch ein seltenes Ding in den USA. Obwohl sie wollen ja mehr bauen, mehr Strecken. Unter anderem California High Speed. Fillmore Street. Wir sind jetzt ja so ein bisschen wieder aus der Stadt raus. Aber Interstate fahren ist halt wesentlich entspannter als das, was wir vorhin gemacht haben. Da braucht man eigentlich, geht es nur geradeaus, kann man schön mit. Ich fahre ja nur 55, dürfte sogar 75. Aber wir haben Zeit, wir fahren jetzt hier nicht so schnell. Und da hinten müssen wir dann auch schon raus. Oh, ja, wieder so ein bisschen weit rechts. Ich lege mal leicht nach rechts aus, wenn man gerade irgendwas anderes macht, sich woanders hinsetzt. So. Go straight on. Straight on. Aber Vorfahrt gewähren. Was? Sollte gehen. Kriegen wir die Ampel noch? Natürlich nicht. Die wird hundertprozentig rot. Ja. Ich wusste es. Go straight on. Rolle ich schon wieder nach hinten? Warum rolle ich eigentlich immer nach hinten, wenn ich die... Hab die Bremse durchgedrückt? Verstehe ich. Ja gut, wir sind jetzt ja auch in der Ortschaft, so gut wie. Das vergangen noch. Ist ja auch noch ganz interessant, wenn ab und zu hier noch Leute rüberrennen. Über die Fußgängerüberwege. Dass man noch aufpassen muss, aber na gut. Hinterfährt man den noch um. Könnte man, glaube ich, langfahren. Geheimweg. Aber wir haben jetzt nicht die Zeit dafür. Vor allem, wir haben Anhänger hinten dran. Da werde ich jetzt keine Sperenzien machen. Meilen. Könnten wir noch mal höher schalten. Oder auch nicht. Kommt eine Ampel. Wenn die, hoffentlich bleibt die grün für uns. Auch wenn wir nicht so schnell sind. Komm, 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 bleib grün, bleib grün, bleib grün. Ja, komm, das gibt. Das war ja eindeutig gelb.
34 Meilen noch. Langsam den Berg hoch. Man merkt schon, ich glaube, es gibt bessere LKWs, die dafür geeignet sind, um Schwertransporter zu fahren. Machen wir mal ein bisschen Platz, wenn da gerade ein Unfall war oder so. Sieht ein bisschen so aus. Jetzt geht's so langsam, ja. Bisschen noch geradeaus und dann sind wir dann gleich noch links. Dürfte wieder eine schmalere Straße sein und dann müssen wir auch gleich da sein. Wir haben schon ein rotes Bett, aber das werden wir ja wohl noch schaffen. Wir sind nicht so schnell, ne? Also das ist, man merkt schon, dass wir deutlich länger gebraucht haben. Wir hatten vorhin irgendwie noch 2-3 Stunden drüber und jetzt haben wir schon. Jetzt doch noch mal knapp mit dem Schlafen gehen, aber wir sind ja auch nicht wirklich schnell hier unterwegs. Keep left and then turn left. So. Turn left. Ich leg mal die Handbremse an, nicht, dass wir wieder durch die Gegend rollen. Nicht Rückwärtsgang. Jetzt Handbremse lösen und dann geht's weiter. Sie werden müde, ich weiß. Ja, links steht kein Auto. Hätten wir aber wahrscheinlich auch so noch dran vorbeigeschafft. Oder braucht man nicht ganz so sehr darauf zu achten. Ist immer nerviger, wenn an so einer Kreuzung dann noch eine Ampel steht. Eine Ampel auf jeden Fall, aber ein Auto steht. No open burning. Okay. Aber schnell sind wir diesmal wirklich nicht unterwegs. Das ist wirklich eine sehr entspannte Folge. Von obwohl vorhin Interstate sind wir ein bisschen schneller gewesen. Jetzt geht es halt wieder die Berge hoch und runter. Dann wirklich nicht ganz so schnell. Und ich weiß, dass ich müde werde, aber den Auftrag werde ich jetzt noch abliefern. Ich weiß noch nicht, ob ich dann schlafen kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, dann müssen wir uns beeilen und dann noch schnell zum Schlafplatz fahren. Dann sind wir auch gleich schon da. Schau mal ein bisschen aus, dann komme ich da besser rum. Blasting Area. Okay, hier scheint eine Mine zu sein. Sowas.
hast einen neuen Aussichtspunkt entdeckt. Sehr schön. Schönen guten Tag hier. Dann wollen wir den Auftrag einmal hier hinstellen. This is where it ends. Ah. Schaffen wir das hinten? Der hängt schon am Zaun, ne? Ich glaube zumindest. Wir hängen schon am Zaun. Es wird nichts, das ist mal wieder der berühmte Seitenspiegel. Wir müssen noch weiter ausholen tatsächlich. Oder wir machen es anders. Wir fahren so rum, das wäre auch eine Idee. Da ist der Aussichtspunkt, da will ich eigentlich gar nicht hin, aber ich will jetzt einmal drehen und so rum dann da reinfahren. Dann müssen wir nicht so komisch hier hinten rumfahren. Aussichtspunkt gucken wir uns gleich an. Ich hoffe, dass wir irgendwo übernachten können. Ich weiß es nicht. Bisher sieht es aber nicht gut aus. So. Dann wollen wir einmal, wo soll ich parken? Jo. Dann stellen wir den ja gleich dahin. Akzeptierst du das jetzt echt nicht? Ach komm, Spiel. Das stellt sich wieder an hier. Nee, tut er nicht. Menno. Soll ich jetzt echt nochmal eine Runde fahren? Okay, dann fahre ich nochmal eine Ehrenrunde. Probier es nochmal daraus heranzufahren. Wir haben eigentlich nicht die Zeit. Aber gut. Eine Ehrenrunde. Hier hinten rum auch? Nee. Okay, ich wollte gerade gucken, ob man auch da hinten rumfahren könnte. Weiter auszuholen. Wo könnte sogar gehen. Probieren wir es mal. Ja, oh, 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 oh. So. Und dann fahren wir hier so dran. Ah, ich weiß, dass ich müde bin. Sehr gut. Dann einmal Anhänger abkuppeln. Und dann haben wir den Auftrag geschafft. Kriegen wir Ärger, wenn wir einen Anhänger ein bisschen kaputt gefahren haben? Weiß ich gar nicht. Nee, doch nicht. Perfekt. Haben wir mal 22.000 aufs Konto nochmal bekommen. Und dann wollen wir mal fortfahren. Und dann müssen wir gucken, dass wir irgendwo pennen können. Kann man da vorne. Sehr gut. Dann fahren wir da vorne kurz pennen. Gucken uns dann vielleicht sogar noch den Aussichtspunkt an. Oder heben uns das für nächste Folge auf. Und dann schauen wir mal, wo es dann nächste Folge hingeht. Durch Colorado. Ein bisschen was haben wir jetzt hier schon entdeckt. Hier unten haben wir noch relativ viel. Und ich würde sagen, wenn wir dann nochmal einen Auftrag durch Colorado gemacht haben, mache ich dann wieder Open. Dann fahre ich nämlich wieder überall rum. Ich habe nämlich auch mal Bock, ein bisschen durch Bundesstaaten quer durchzufahren.
mal längere Aufträge und so. Das wird ganz cool, weil wir mittlerweile echt eine große Karte haben. Und dann würde ich wahrscheinlich da noch mal gucken, ich weiß nicht, wie lange ich da noch mache, weil es sein kann, dass bald Promots Kanada rauskommt und dann möchte ich, also weil das ja jetzt weit im Voraus ist, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwann kommt. Und wenn das kommt, will ich das eigentlich relativ zeitnah dann noch spielen. Mal gucken. Wir fahren jetzt auf jeden Fall kurz zur Schlafmöglichkeit, hauen uns da aufs Ohr. Gucken uns wahrscheinlich nochmal, ich guck mir jetzt diese Folge nochmal das Cinematic an, sodass wir dann nächste Folge von hier wieder aufbrechen können. Und dann mal gucken, wo es weiterhin geht. Kann man es da hinten, kann man es hinstellen. Sehr gut. Stellen wir uns hier mal daneben. Passt schon. So. Dann einmal kurz pennen gehen. 7 Uhr wieder wach. Perfekte Uhrzeit. Können wir wieder am Tage fahren und so ein bisschen was angucken. Dann gucken wir uns jetzt mal im Aussichtspunkt die Sache an. Und dann beenden wir die Folge. So. Einmal I. Und einmal hier umgucken. Victoria Goldmine, Victor Goldmine, okay. Interessant. Sehr schön. Und ich würde sagen, mit dem Cinematic sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und tschüss.